So, ich habe jetzt die große Freude, das Wort an Sibylle. Sibylle Brosius zu geben. Sibylle ist, wir haben ja vorhin die Bilder aus Mainz gesehen von 1983, war damals eine Studentin, die mit diesem Kongress vorbereitet hat. Sie ist heute Wissenschaftlerin, Ingenieurin, aber immer noch beim Frieden dabei. Und Sibylle wird jetzt versuchen, so ein bisschen was zu sagen, was so an praktischen Tätigkeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen können. Danach kommen wir in die allgemeine Diskussion. Die erste Wortmeldung habe ich schon gesehen. Und dann gucken wir mal, wie lange wir noch machen. Zweiter geht's auch schon. Jetzt fange ich alle an, euch zu melden. Bitte nicht. Kommen alle noch dran und dann gucken wir mal, dass wir noch eine schöne Diskussion zum Schluss hinkriegen. Aber Herr Sibylle, du hast das Wort. Mein Schlammer kann ja einfach weg. Ja, okay. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, so als letzte Programmpunkt von heute geht es um Wissenschaft oder Verantwortung der Wissenschaft im Zeichen zunehmender Militarisierung. Ich spreche ein bisschen aus meiner Situation als Naturwissenschaftlerin, auch viel mit Ingenieurfragen befasst, und als ein etwas vereinzeltes Individuum oftmals in solchen Fragen. Es wurde heute schon viel zu dem Thema geredet und ich möchte jetzt diesen Titel ein bisschen modifizieren, sodass dass das etwas näher beschreibt. Und zwar als erstes Verantwortung der Wissenschaft. Gibt es eigentlich nicht wirklich, zumindest nicht in den Naturwissenschaften, denn Wissenschaft ist da wirklich wertfrei. Also es gibt kein Experiment, das Gut und Böse zeigt. Also ich möchte auf den individuellen Teil der Verantwortung eingehen. Und wir haben sehr viel darüber gesprochen. Und ich denke, das wird uns weiterhin sehr stark beschäftigen. Wie müssen die Strukturen, in denen wir Wissenschaft schaffen, beschaffen sein, dass man eben Frieden und Zukunftsfähigkeit damit wirklich erforschen kann. Aber ich denke, da haben wir heute viel gelernt in Zivilklausel und ich habe persönlich auch gelernt, wie wichtig es ist, diese Strukturen auch zu haben. Denn als einzelner Mensch wird man vereinzelt und kann dann vielleicht hehre ethische Motive haben, aber weder interessiert es jemanden, noch ist es wirkungsvoll. Aber trotzdem jetzt zu dem individuellen Teil, es wird auch eher erstmal allgemein sein. Was ist Verantwortung? Verantwortung heißt, zu den Dingen zu stehen, die man sagt und tut. Und man kann diese Verantwortung gar nicht wirklich ablehnen, wenn man zurechnungsfähig ist. Also wenn man mal einen Menschen umbringt, dann hat man ihn umgebracht. Ob aus Habgier, Notwehr oder auf Befehl, das ist auf einem anderen Blatt. Und die Frage der Schuld auch. Und auch über die Schuld befinden dann andere wie Richter oder Generäle. Außerdem wird jeder wird sagen, ich trage doch Verantwortung. Aber meistens wird das sehr eng gesehen, nämlich für seine Familie, für seine Freunde. Aber man stellt fest, es gibt Probleme, die kann man auf der Ebene nicht lösen. Zum Beispiel schon eine Abfallentsorgung muss doch zumindest mal kommunal geregelt werden. Eine Bildung muss national geregelt werden. Oder, wie angesprochen, auch schon von Vorrednern, von Jürgen zum Beispiel, Klima oder Fragen von Krieg und Frieden können nur global gelöst werden. Also reicht die Verantwortung dann auf einmal ziemlich weit. Wir alle haben aber Interesse an einem funktionierenden Gemeinwesen, deswegen müssen wir diese Verantwortung dann auch wirklich begreifen. Was heißt es dann, seiner Verantwortung gerecht zu werden? Sein Urteilsvermögen und seine Fähigkeiten einzusetzen, Interesse zu haben und über sich hinauszusehen. Für wen oder was hat man Verantwortung? Für sich selbst, für die Konsequenzen, die sich aus den eigenen Handlungen für andere ergeben. Und darüber hinaus sehe ich auch einen Anspruch auf Redlichkeit, vergleichbar vielleicht mit dem kategorischen Imperativ von Kant. Wir haben nicht nur die Verantwortung für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir unwidersprochen hinnehmen, stammt von Ernst Bloch. Wenn man genau hinschaut, das sind ein paar Sternchen hinter einigen Punkten. Und das sind diese Dinge, die nicht zu dem gängigen neoliberalen Weltbild passen. Wir stellen uns also schon vom Anfang der Verantwortung gegen dieses
allgemein als herrschendes Weltbild, zumindest mal von der Wirtschaft so verstanden, gilt. Und man wird dann also Spott oder Widerstand oder sonst etwas ernten, je nachdem, wie wirkungsvoll man bereits argumentiert hat. Wie sieht es mit der Verantwortung aus, wenn man keine oder nur eingeschränkte Kontrolle über seine Situation hat? Das war extrem, zum Beispiel beim Zwangseinzug in die Wehrmacht. Aber auch da gab es viele Menschen, die einfach nicht ihre Kreativität, ihre Persönlichkeit, ihre Intelligenz dann in den Dienst der Wehrmacht gestellt haben, sondern versucht haben, da so ganz schlank irgendwie durchzurutschen. In der Arbeitswelt haben wir eine eingeschränkte Kontrolle, da auch der Arbeitgeber eben definiert und bestimmt. Das ist in der Wirtschaft, in der Wissenschaft oder auch als Beamter gleich. Aber auch da ist Erkenntnis gestiegen, ich kann da zumindest mal von der Wirtschaft reden, dass es ein Rückkopplung geben muss. Es gibt jetzt zumindest bei den großen Firmen Compliance-Abteilungen, die dafür sorgen, dass man die Regeln einhält. Und es gibt auch durchaus die Möglichkeit, im Rahmen eben von zunehmender Diversität, die auch in den Betrieben gefordert wird, durchaus auch mal kritische Dinge zu sagen, aber eingeschränkt. Dann in der Gesellschaft sind die Bewegungsmöglichkeiten natürlich am größten in einer freien Gesellschaft, eingeschränkt oder nicht vorhanden in einer Diktatur. Und wir haben schon heute sehr viel darüber diskutiert, welche Möglichkeiten wir eben hier in unserer Gesellschaft, in der deutschen, vor allem in der deutschen, haben. Worin besteht jetzt unsere spezielle Rolle als Naturwissenschaftlerinnen? Allgemeine Verantwortung als Bürger natürlich, aber auch im besonderen Wissen und den Fähigkeiten, die wir erworben haben durch unser Studium. Und das ist ein Privileg. Und wir können es dann nutzen. Wir kennen die Fakten, Hintergründe wissenschaftlich-technischer Art und wir kennen die Methode, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erarbeiten und zu beurteilen. Und das ist eben das Kernanliegen der NATWIS und das wird auch in ähnlicher Form bei den anderen Initiativen sein, die sich für Frieden einsetzen. Womit müssen wir uns konkret auseinandersetzen? Einmal, wie die Forschungsergebnisse verwendet werden zur Weiterentwicklung von Waffen und Kriegsführung. Auch schon diskutiert die Massenvernichtungswaffenentwicklung im 20. Jahrhundert, das Manhattan-Projekt gezielt zum Bau der Atombombe, Chemiewaffen erst als Abfallprodukt der chemischen Forschung. Und Gegenbeispiele sind biologische Waffen, bei denen vorausschauend bereits die Entwicklung verboten wurde. Wir haben die Möglichkeit der Gegenforschung, Verifikation von Abrüstungsverhandlungen oder auch Erarbeitung von Expertisen, Forschung zur Erhöhung der systemischen Stabilität, auch in die Fragen, die Jürgen Schäffran eben gestellt hat. Und es ist natürlich ein Privileg und sehr gut, möglichst selbst auch in diesen Bereichen zu forschen, was ich leider nicht konnte, auch wenn ich es gerne getan hätte. Neue Entwicklungen zu verfolgen, bewerten und aufzuklären, ist dann eine weitere Aufgabe. Hochaktuell sind Drohnen und Cyberkrieg. Und das sind typische Dual-Use-Projekte, da Vernetzung und Drohnen für wichtige Anwendungen auch in der zivilen Wirtschaft sind. Und es kann sehr schnell eine kritische Situation für Forscher und Forscherinnen geben, die auf diesem Gebiet tätig sind, auch wenn sie im zivilen Bereich arbeiten. Die jetzigen Rahmenbedingungen sind gekennzeichnet, ich fasse jetzt einfach zusammen, das ist auch schon oft angesprochen worden, zunehmend die Intransparenz und Einflussnahme. Das hatte ich ganz vergessen, das hatte ich ja auch die ganze Zeit dabei. Ich bin ja schon an diesem Punkt. Die jetzigen Rahmenbedingungen sind gezeichnet durch eine zunehmende Intransparenz und Einflussnahme der Wirtschaftsinteressen, nicht nur im militärischen Bereich, sondern allgemein in der Wirtschaft. Wir sehen einen zunehmenden Lobbyismus der Wirtschaft mit heftiger Einflussnahme auf politische Entscheidungen. Wir sehen den Versuch, Politik ganz den Wirtschaftsinteressen zu unterwerfen, zum Beispiel durch die neuen allumfassenden Handelsverträge, die also sehr genau dann auch sind an den Stellen, wo es um Sicherung des Profits geht, aber die sehr vage sind, wenn es um Umweltschutz, um Arbeitnehmerrechte oder um Verbraucherschutz geht.
Wir sehen einen Versuch der Gleichschaltung der Medien, einmal durch die großen Medienhäuser, die eine ziemlich große, die ihre Wirtschaftsmacht ausspielen, oder auch durch die öffentlich-rechtlichen Medien, die auch sehr stark kontrolliert sind, was sie dann nun wirklich wann sagen dürfen. Es geht aber auch noch weiter. Ermordung investigativer Journalisten ist nicht ein Privileg Russlands allein. Wir haben also in Europa auch sehen müssen, dass Jan Kuciak aus der Slowakei und Daphne Caruana Galizia ermordet wurden. Also das ist auch hier. Alt an der sich verschärfenden Situation ist der wiedererstehende Nationalismus und die Wiederkehr der Konfrontation zwischen den Machtblöcken. Neu ist der zunehmende Einfluss der sozialen Medien und große und weiter wachsende Möglichkeiten der Datensammlung und Überwachung. Wenn ich hier jetzt, ich habe auch hier einige Sternchen an verschiedene Punkte gemacht. Das ist der Punkt, wo man eigentlich nur etwas wissen kann, wenn Betroffene darüber kommunizieren, wenn sie Dokumente leaken oder im extremsten Fall sogar öffentlich reden und als Whistleblower sozusagen uns mit Informationen versorgen. Zum Beispiel wissen wir über diese Möglichkeiten der Datensammlung und Überwachung erst richtig gut etwas, seit Edward Snowden das öffentlich gemacht hat. Jetzt zum Schluss ganz kurz die Rolle der Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften in unserer Gesellschaft. Sie sind die Basis unserer Wirtschaft und unseres Wohlstandes. Und sie sind die Ratgeber für unsere Zukunft. Wir haben auch schon genug über die zweite Aufklärung gesprochen. Das ist so meine Idee auch hier. Aber sie ist gekennzeichnet durch die Forschung in der Hand der Geldgeber und durch das Fehlen einer offenen und transparenten Diskussion zu ihrem Beitrag in der Gesellschaft. Eine sehr wichtige Sache, wenn wir überhaupt über Frieden und Zukunftsfähigkeit da reden wollen. Wir haben aber eigentlich keinen unabhängigen Experten mehr, da über Drittmittelforschung eine ganze Menge Menschen einfach, Wissenschaftler einfach von ihrem Geldgeber auch abhängig sind. Wir sehen bestellte Expertisen, vor allen Dingen auch ein Problem im Bereich Wirtschaft, wobei man sich streiten kann, ob das dann im engeren Sinne noch Wissenschaft ist. Und wir sehen auch, dass der Versuch, anerkannte Institutionen der Wissenschaft zu schleifen. Wie begreift man dann seine Verantwortung als Person? Da kann ich natürlich nur für mich selbst reden. Erstmal, Naturwissenschaft ist die Grundlage, als Grundlage von Aufklärung und Humanismus. Bringt ein hippokratischer Eid für Naturwissenschaftler etwas, also diese ethischen Dinge festzuschreiben? Ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle liegt mir am Herzen die Verteidigung der Redlichkeit der Naturwissenschaft, damit sie weiterhin Vertrauen verdient und Probleme lösen kann. Ich möchte nur kurz aufführen, welche Beiträge die Naturwissenschaft dann liefern kann. Aufklärung über Krieg, Waffen, Technologie, Hilfe für Whistleblower, Netzwerk zur Verbreitung relevanter Informationen zu Krieg und Frieden, zu anderen gesellschaftsrelevanten Themen. Das ist mit einem Fragezeichen, aber ich halte es auch für wichtig und generell passiert es auch. Kooperation mit anderen Organisationen, wissenschaftlicher Austausch, Erarbeitung von Fakten und gemeinsame Aufklärung und Aktionen im Rahmen der Friedensbewegung. Das so jetzt als Ergebnis der Überlegungen, die ich erst so angestellt habe, auch wie gesagt aus meiner Situation heraus, dass ich eigentlich an den Hochschulen nicht wirklich viel machen kann, also Zivilklausel oder so etwas, ist jetzt das, was andere machen müssen, kann man dazu nur sagen. Und mit dieser Art Zusammenfassung möchte ich jetzt das Wort an Rainer übergeben. Herzlichen Dank, Sibylle. Ich glaube, das war doch mal die Darstellung, in welchem Rahmen wir uns bewegen.